Hallöchen, hier ist Kyok und es geht weiter mit Klonoa 2 Dream Champ Tournament. Wir haben im letzten Part die östliche Wüste angefangen und heute geht es da selbstverständlich weiter. Stürzen wir uns gleich mal direkt ins Abenteuer. Hä? Oh Gott, sind das schwebende Pyramiden? Okay, das Dreamland ist ein bisschen sehr strange manchmal. Okay, und hier sind irgendwelche komischen... Kann ich die nehmen? Nein, ich kann sie nicht nehmen. Ja gut, dann kann uns Nagapoko einfach mal sagen, was hier abgeht gerade. Nagapokos Tipps. Nagagaga. Einige Blöcke kann man größer und kleiner machen, indem man einen Schalter benutzt. Die Blöcke in allen Räumen werden dann zur gleichen Zeit die Größe verändern. Also sei vorsichtig, Naga. Okay, got it. Verstanden und eigentlich echt ganz nett. So. Und ich sehe schon, wohin das führt. Hier werden wir wohl gleich unseren Bumi brauchen. Den guten Freund. Vorsicht, Vorsicht. Und rüber. Ach Mist. Wie ich es befürchtet hatte. Die Explosion hat nicht ganz gereicht. Aber dann muss ich ihn auch noch nicht von da oben abwerfen, sondern ich kann ihn einfach so rüber schicken. Nicht ernsthaft, oder? Ist er jetzt auch zu weit weg von dem Schalter? Unfassbar. Ja gut, das ist dann wohl heute nicht für Faule ausgelegt. Nicht zu nah dran, beiseite gehen und jetzt müsste es doch funktionieren. Geht doch. So mag ich meine Rätsel, wenn sie leicht und übersichtlich sind und selbst ich sie noch schnalle. Na? Cool, nehmen, das ist doch auch mal ganz nett. So, den nächsten Bumi könnten wir eigentlich überleben lassen, aber das ist mir so nicht sicher genug. Ich habe gerne etwas Platz. Und ich sehe, wir hätten ihn doch nicht leben lassen können. Ja gut. Gut, dass man dich so schön als Timer benutzen kann. Explodiere! Yes! Ja gut, und jetzt wird es etwas tricky. Oh, es wird in der Tat etwas tricky. Ich würde mal grob schätzen, dass wir den doch nicht mitnehmen müssen. Aber wir können ihn schon mal nutzen, um hier an das Zeug ranzukommen. Hey! Ich kann mich doch umsehen! Ich glaube, ich werde doch versuchen, mich immer mehr daran zu erinnern, dass wir diese Möglichkeit haben, um uns einen Überblick über die Rätsel zu verschaffen. Gut, der Schalter ist da unten. Aktivieren werden wir ihn wahrscheinlich nicht mit dem Bumi. Oder doch, oder nicht, oder... Ah. Ich habe vielleicht eine Idee. Ja, ich glaube, ich habe vielleicht eine Idee. Na gut, dann wollen wir die doch gleich mal umsetzen. Dich setzen wir erstmal hier hin, dich dahin. So, und dann geht's jetzt erstmal schön hier rüber. Bumi einsammeln und hoffen, dass er nicht an dem Freund da oben bumm macht. So. Sei so brav und schick deine schönen Explosionen runter zum Schalter. Oh, damn it. Oh, damn it. Oh, doch nicht damn it. Oh, ich dachte nämlich, dass ich doch die Kiste hätte mitnehmen müssen. Naja, für die Birnenkristall glaube ich auf jeden Fall, aber dafür ist es jetzt einfach zu spät. Shit happens.
Okay, Nagapoko, was gibt es diesmal? Nagagaga, dies ist der Bodenschalter. Das Shutter, da weiß ich jetzt die Übersetzung nicht, wird sich öffnen. Und wenn dein Mu drauf geht, dann, also nicht drauf geht, sondern da drauf geht, wenn du eine Box drauflegst, dann, ja, okay, ich habe gerade die Übersetzung für mich ein bisschen versaut, aber vielleicht kann ich mit umsehen. Oh mein Gott, Mumienmus, oh Gott, sind die süß. Auch wenn ich Mus beziehungsweise Mumien sonst eher sehr eklig finde. Sehr passend und echt niedlich, dass sie die Mus auch weiterhin anpassen an die Level. Ja gut, was machen wir denn jetzt am besten? Da ist der Schalter. Das Ding wollen wir haben. Hä? Komme ich da nicht ganz einfach zu Fuß gerade? Nein. Stimmt, das wird ja durch einen Schalter gehalten. Wir werden wahrscheinlich diese Kiste da haben wollen. Müssen hier hoch. Kommen da oben aber nicht durch. Müssen also hier unten lang. Ja gut, aber dazu müssen wir auch erst diesen Schalter hier aktivieren. Verstehe das einer. Glaube das vielleicht, wenn ich dich auch erstmal hier platziere. Mache ich das einfach mal und latsch dann hier zurück. Oder ich latsche auch nicht zurück. Oh Gott, wie dick du geworden bist. Sie werden ja allgemein auch so dick, aber ach, es ist echt putzig. Okay. Ah, vielleicht ist jetzt das eine Ding einfach umgefallen. I really don't get it. Also was, wie, warum, weshalb? Wenn ich ihn dagegen werfe, dann macht er nur Bumm. Und so komme ich da auch nicht hoch. Ich hoffe, ich habe mich in keine Sackgasse manövriert. Soll ich vielleicht erstmal weitergehen? Dann mache ich das einfach mal. Da soll es hochgehen. Und hier sind Dutzende Schalter und das ist unübersichtlich. Und da ist die rettende Tür. Gut. Da muss es einmal Bumm machen. Da ist der Bumi, den wir dazu brauchen. Und ansonsten müssen genügend den Schalter freimachen, damit wir hier hochkommen. Auch wenn es weiter nichts ist. Okay. Der Schalter wird so kurzfristig nach unten gedrückt, dass mir das auch nichts bringt. Na super. Was hält der Mu denn davon, einfach mal zu mir rüberzukommen? Ah! Das ist vielleicht doch gar nicht so kompliziert. Und ich glaube, dieser Abschnitt ist mir sympathisch. Ja. Ach so, den kann ich dann einfach hier absetzen, wenn er wiederkommt. Ja, gut. Was kann ich denn noch so erzählen aus meinem schönen, langweiligen Leben? Es ist gerade eher nicht so interessant, was bei mir abgeht. Außer was vielleicht technisch nicht so ganz funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ich bin nämlich gerade dabei, mein Aufnahmecenter für Konsolengames quasi ein bisschen auf meine Seite zu ziehen und es zu beschwichtigen, weil irgendwie zeigt er mir kein Konsolenbild mehr an und dementsprechend kann ich zurzeit auch nicht Sonic Adventure 2 Battle weiterspielen, was ich aber gerne getan hätte. Aber naja, alles zu seiner Zeit.
Ich kann geduldig sein und... Was hast du zu sagen? Oh, Chippets hat mir wieder eine Nachricht übermittelt. Hey, Klonoa, danke für das Erklären, wie man Puzzle löst. Ich werde mein Bestes geben. Chippel. Mann, der ist ja richtig nett. Scheint anscheinend doch eher einer unserer Freunde zu sein. Ich glaube, wir können dann jetzt gleich hier runter. Ja, genau, wir müssen ja zu der Kiste. Und das erklärt auch, warum der so viele Sekunden hat, die ablaufen können, bis man einen neuen bekommt. Naja, wie gesagt, ich arbeite wieder mal mit meiner Hardware und Software. Was? Nein! Ich dachte, ich könnte es mir einfach machen, aber scheinbar kann ich das doch nicht. Ja, leichter gesagt als getan. Dann sitzen wir hier also wieder fest. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Okay, dann wird also wieder geguckt. Gut, wir müssen den da durchwerfen. Dazu sollte am besten der Mu keine zu blöde Position haben. Ja, dann eben auf Glück hoffen. Naja, und ihr wisst ja schon, dass bei mir nie etwas auf Anhieb funktionieren möchte. Und ich habe derzeit versucht, das ein bisschen zu zähmen, zu überzeugen. Und ich glaube, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Geh da rüber. So. Puh, es hat die Kiste noch erwischt. Gott sei Dank. Naja, und Konsole und alles funktioniert zum Glück einwandfrei, nur kriege ich kein Bild. Und solange ich kein Bild habe, kann ich ja nicht aufnehmen und ich habe bisher leider noch keine Lösung für das Problem gefunden. Aber ich hoffe, dass ich das bald werde. Okay. Der Rest ist jetzt einfach nur nochmal hoch. Den Bumi nochmal holen. Nein! Komm zurück zu mir! So, und jetzt? Oh, er geht auch wieder in die andere Richtung. Ja, Bumi holen, zurückholen, gehen. Ich bin zu weit. Das kann doch nicht wahr sein. So etwas Blödes, ey. Ich hätte schon fertig sein können. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Euch langweilen, weil ihr den Teil zum dritten Mal seht. Ah, wenigstens kriege ich den gleich. So, Kyoko. Nicht zu weit runter. Genau. Hier bleibst du. Hier gehst du durch. So, und jetzt kann er ja explodieren und wir können raus. Ja, rechne mit uns ab. Was? Wie ist das denn passiert? Ich muss gestehen, dass ich überhaupt nicht verstehe, wie das bewertet wird. Heißt das nur, weil ich keinen Damage bekommen habe, kriege ich jetzt eine viel bessere Note? Hä? Ja, okay. Okay, sieht ja auch schön aus. Warum nicht? Ja gut, ich verstehe nicht, was gerade passiert ist, aber sei es drum. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören, Zuschauen. Und ja, was mir dazu noch einfällt, ich habe ja noch ein paar Antworten bekommen, dass der Sound so in Ordnung ist. Deswegen nehme ich jetzt mit den Einstellungen, wie sie zurzeit sind, weiter auf. Sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, einfach Bescheid sagen. Ihr wisst ja, wie das geht. Und ja... Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich nochmals. Man kann sich nie oft genug bedanken.
Und bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.